So. Guten Abend zur ersten Filmkritik. Wir haben uns dazu entschlossen, eine kleine Filmkritik zu machen für alle, die keine Lust haben, sich das lange und mit Spoilern versehene Vlog anzusehen. Wenn ihr eine kurze Meinung also zum heutigen Film Die Avengers sehen wollt, seid ihr hier genau richtig. Solltest du jetzt aber auch zum Punkt kommen. Ah. Warum lässt du mich das nicht einfach erzählen? Dann mach doch! Ich habe das Konzept des Schneidens schon verstanden. Ja. Ich wusste nicht, dass du in diesem Fall genauso denkst. Jedenfalls, wir haben uns heute den Avengers angesehen. Das Marvel-Großprojekt ist die vergangenen 5 Marvel-Filme. Iron Man, Iron Man 2, Hulk, Thor und Captain America miteinander verbindet und die Charaktere dieser Filme zueinander führt und gegen einen gemeinsamen großen Feind, der eine große Alienrasse im Schlepptau hat, was gleich zu Beginn des Films verraten wird, zu bekämpfen. Das Ding an diesem Film ist, dass das eigentlich schon der wesentliche Plot ist und der Rest eigentlich nur noch aus sehr, sehr großen Materialschichten besteht. Und die immer wieder zwischendurch mit knackigen Dialogwitz aus der Feder von Joss Whedon, dem Regisseur, stammen. Joss Whedon ist vielleicht denjenigen bekannt, die von der unbedeutenden kleinen Serie namens Buffy mal gehört haben oder großartige Serie Firefly verfolgt haben. Allerdings wirkt es manchmal so, als ob Joss Whedon ein bisschen vom Studio an eine Leine gehalten werden würde, zu einem großen Inhaltslehrer oder von Actionfilm. Er ist unterhaltsam, er ist mega unterhaltsam, meiner Meinung nach, und er hat mir wirklich Spaß gemacht. Und ich würde ihn auch wieder gucken, im ersten Sinne. Er gehört einfach wunderbar in diese Marvel-Reihe rein und ist vielleicht sogar der Beste der Marvel-Filme. Nur, er ist kein großes Kunstwerk einfach. Er hat wunderbar. Viel dazu, wer ihr mehr Infos haben möchtet über den Film und mehr unsere Meinung näher ausgeführt haben wollt, könnt ihr unter dem Link, der hier gleich eingeblendet wird, einfach euch das Vlog anschauen. Ich muss allerdings sagen,